Hallo, Halli hier und willkommen zurück zum KSP Karrieremodus. Ich wollte noch kurz, bevor wir zum Cluster gehen. Nein, falsches Teil, da wollte ich nicht rein. Ich wollte in die Forschung und zwar mal gucken bei Kerbin Minmus, ob man da was sieht. 11 von 85, es gibt also ordentlich, Gegenden, was haben wir denn hier? Space High, bla bla, ist schön. Ich dachte, man könnte mal gucken, wo denn die 17 Reports Mystery Goo Minmus? Nö, generell. Wollt Minmus haben. Könnt ihr mir sagen, wie viele Biome es gibt? Nö, ne? Keine Ahnung. Ich dachte mir, wenn wir jetzt ein paar Biome hier sozusagen angezeigt kriegen, dass wir wissen, wo wir dann nachher landen müssen. Aber wir werden uns da dann überraschen lassen. Ist ja auch nicht so schlimm. Als erstes müssen wir ein bisschen was loswerden. Und dafür werde ich jetzt euch einfach mal dich aktivieren. Dich aktivieren und dich aktivieren. Und bevor der hier irgendwo aus dem falschen Teil Sprit zieht, kommt mal her, irgendwie ein Dockingport. Können wir da irgendwo rankommen? Hallo? Ports? Licht? So. Ich hätte gern. Toll, da sind natürlich jetzt alles im Weg. Da irgendwo, da. So, Disable, das schon mal nicht so funktioniert. Kann ich euch jetzt einfach sagen, abwerfen, irgendwie? Nö, das ist jetzt total mutig. Ich werde noch mal speichern, weil ich das so gerne mache. Ich werde das jetzt absprengen und ein kleines bisschen Gas geben. Nur ein kleines bisschen langsam hier zwischenweg schleichen. Alles heile bleiben, bitte. Alles heile bleiben, bitte. Nichts ab kaputt machen oder so. Ja, sieht gut aus. So, Licht wieder aus. Und dich wieder ausschalten. Ne, weil das wollen wir jetzt nicht. So, und hier ausschalten. Jetzt. Minmus angucken. Was könnte denn eine Gegend sein? Na, das könnte ein Krater sein, wo man vielleicht ein Biom kriegt. Hier oben vielleicht und das Ding hier und vielleicht da unten. Ich weiß nicht, wir werden einfach mal mutig irgendwo landen und das Beste hoffen. Dafür, Control von hier bitte. Tun wir schon, okay. Speichern. So, wir sind jetzt, da von da kontrollieren wir. Dann heißt, wir könnten auch jetzt bestimmt hier, die Kappeln. Zup. Haben wir. Jetzt brauchen wir euch drei als einen eigenen und dich als einen eigenen. So. So. Ich habe vergessen, mich doch, ich bin doch in Richtung Bremse ausgerichtet. Das ist gut. So, wenn ich jetzt auf die glorreiche Idee komme, einfach hier zu bremsen, würde ich wahrscheinlich da in der Nähe landen. Das wollen wir nicht. Hä? Warum sind denn jetzt hier zwei angezeigt? Ist einer von uns, das also von den jeweiligen. Oh, das ist ein bisschen viel gewesen. Beschleunige ich jetzt und werde langsamer? Und wenn ich bremse, werde ich. Hä? Aha. Verstehe ich gerade überhaupt nicht. Weg. Ich möchte dich gern weghaben.
Ach ja, weil jetzt ja hier zwei unterschiedliche Teile rumflattern. Okay, habe ich begriffen. So, hier ist jetzt auch die Bremse. So, wenn wir da jetzt bremsen als Beispiel, möchten wir aber... Ne, ich bin irritiert. Ich bin wirklich irritiert. Manöver. Bremsen. So. Irgendwo in dem Teil wollen wir landen. Ich weiß gar nicht, hat das eine Eigenrotation oder nicht hier? Wir fliegen doch so rum. Okay. Gut, Minmus scheint selber nicht zu rotieren. Das ist gut. Das ist ein Traum. Das heißt, wo wir setzen, also die Manöver setzen, ist vollkommen egal. Das heißt aber, wenn ich bremse, dann zählt diese Bahn und nicht diese. Ne? Ja, natürlich, wenn wir jetzt so kommen, fallen wir da so rein. Gut, passt. Wir brauchen auch nicht wirklich viel Bremsen, was ich... könnte einfach mal noch ein bisschen mehr, so, dass wir da gerade runterkommen. In der Hoffnung, da halt auch richtig zu landen. So, jetzt... ein paar Minuten haben wir ja. Jetzt sind wir auch ein bisschen abseits vom Rest. Oh, ich hoffe, das geht so auf, wie ich es gern hätte. Es scheint doch eine Eigenrotation drin zu sein, wenn auch nur eine ganz geringe. Man merkt das hier. Es zieht sich doch ein bisschen weiter. Das heißt, ich werde das so setzen und dann hoffen wir beim Landemanöver hier drinnen zu landen. Na, also rein theoretisch vielleicht. Ich weiß es nicht. So, ja, wir müssen uns ja auch noch drehen. Wo ist denn der Rest hin? Ach ja, wir haben ja bei diesem Modul oben keinen Port. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum das so anders aussieht, als ich es in Erinnerung habe. So, dahin und jetzt warten wir noch kurz. Ja, komm. Wir wollen das halbwegs gezielt hinkriegen. So. Mal das mal schön klein. So, wir sind jetzt zwar hier genau auf der Kante, aber ich gehe davon aus, dass wir dann durch die Rotation da richtig landen werden. Weg. So. Da in diese Senke möchte ich jetzt gerne reinfallen. Und da oben auf dem Berg könnte man dann auch nochmal landen oder so. Ich weiß es jetzt gerade nicht so genau. Fallen wir erstmal ein bisschen. Nochmal gucken. Wir müssten jetzt noch mehr bremsen und wir landen dann trotzdem irgendwo anders. Mist. Die Rotation ist stärker als gedacht. Ja, okay. Kann man jetzt erstmal nichts dran ändern. Ich möchte aber gerne sehen, wie viel Sprit wir haben. Wir brennen da mal. Wir werden auf alle Fälle genug haben, um nachher mit den einzelnen Modulen auch nach Hause zu kommen. Ich bin da ganz optimistisch. So, schön klein. Schon überlegt, ob man jetzt nicht sagt, wir bewegen uns einmal in eine Richtung, um hier wirklich dann landen zu können. Ich möchte aber erstmal nochmal speichern. Ne, immer das Speichern nicht vergessen. Gerade wenn man jetzt vorhat, mehrere Module runterzubringen, möchte ich gerne, dass das funktioniert. Okay, wir werden wahrscheinlich hier irgendwo aufschlagen und das ist schlecht. Wenn ich nach da noch ein bisschen Gas gebe, ich weiß es gerade wirklich nicht. Ich bin so So, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. So ungefähr. Okay, wenn man... Ich möchte gern ein bisschen nach da.
halt in diese Richtung, um die Rotation halt ein bisschen auszugleichen. Ne, dabei bremsen wir auch ein bisschen, das ist ja auch nicht schlimm. So, wenn ich jetzt gucke, landen wir erstmal wieder da, wo wir hinwollen. Das ist gut. Jetzt müssen wir natürlich wieder bremsen, damit wir gerade fallen. Ja, weil wir wollen ja gerade runterkommen und nicht krumm und schief. Es kostet uns zwar jetzt ein bisschen Sprit, aber bei den Reserven, ich mache mir da ehrlich gesagt keine Sorgen. Ne, das könnte natürlich ein Fehler sein, wenn ich mir keine Sorgen mache, aber man weiß ja nie. Man kann ja auch mal positiv denken. Da muss ich jetzt auch fast null abbremsen, damit wir gleich gerade runterkommen. So, also das, da hoffe ich jetzt drauf, dass wir da richtig landen. So, also ich hoffe drauf, ob das funktioniert, ich weiß es noch nicht. Vor allem, ich weiß wirklich nicht, auf welcher Höhe wir jetzt sind. So dieses übliche Problem. Es sieht noch ein bisschen hoch aus, aber das heißt ja nichts. Ne, also auf Höhe des Berges hier hinten sind wir schon fast. So, dann können wir die Gears aber schon mal ausfahren. So, nochmal langsamer werden. Wir werden nicht hier, wir werden genau hier auf diesem Ding da landen. Und das schon relativ bald. Na, jetzt aber. Na, immer dieses, mit dieser Kugel hier unten. Bis ich das dann mal raus habe, dass der vernünftig da sich ausrichtet. Okay, wir sehen jetzt erst die kleinen Kieselsteinchen. Ansonsten muss Jeb die paar Meter laufen. Warum hat denn sich das jetzt gerade so geändert? Weil wir jetzt abheben würden oder so. Keine Ahnung. Unglaublich seltsam, was hier gerade abläuft. So, näher, 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 näher. Da müssen wir ja gleich auch irgendwann einen Schatten sehen. Warum hat er jetzt den Time Warp abgestellt? Ach so, da wir unter 3000 sind, wir landen anscheinend in einem sehr kleinen Loch. Unter 3000 können wir gar nicht warpen. Na klasse. So, wo ist denn der Schatten? Irgendwie noch nicht vorhanden. So, können wir doch schon mal wieder ein bisschen... Schatten? Schatten? Neugierig glubschen? Hallo? Ja. Hallo? Irgendwie noch kein Schatten zu sehen. Und wir können die Zeit nicht beschleunigen, da wir in einem viel zu tiefen Loch sitzen. Aber ich gehe aufgrund dessen vielleicht mal davon aus, dass wir es vielleicht doch mit einem anderen Biom zu tun haben. Damit es sich wenigstens von den Science-Punkten lohnt. Ich habe nämlich keinen Bock neu zu laden. Landungen, die jetzt sozusagen nicht in einem neuen Biom sind, wären ein Fehlschlag. Und ich mag keine Fehlschläge. Habt ihr schon gemerkt, ne? So, wo ist denn die Sonne? Direkt über euch. Ne? Muss doch jetzt gleich da irgendwo ein Schatten auftauchen. Na, wir landen doch in der Senke. Und nicht auf dem Hang. Hoffentlich. Denn da werden wir auf alle Fälle umkippen. Da brauchen wir uns keine Hoffnung machen. Wenn wir da drauf landen, dann macht Jeb einen Abflug. Aber das kennt er ja auch schon. Man kann ja vom Nimbus auch liegend starten. Und zumindest wenn man eine schöne gerade Strichrakete hat. Boah, wie tief ist denn das hier? Gleich läuft das nur mit halber Geschwindigkeit, aber wieder irgendeine Höhenmarke unterschritten haben. Kein Schatten? Nö. Müssen aber trotzdem mal wieder ein bisschen abbremsen.
So. Jetzt vielleicht ein Schatten? Nein, immer noch nicht. Hm, da ist er. Ich habe ihn gesehen. Kurzfristig war da ein Schatten, da ist er wieder. So, jetzt komm, ja, vernünftig gerade hier runter. Jeb, du hast das gelernt. In ganz, ganz vielen unterschiedlichen Missionen hast du das gelernt. Irgendwann musst du auch begriffen haben, wie es geht. Ja, nicht nur, dass sowas geht, sondern auch, wie. So, gleich. Ey, also wenn das nicht eine Traumlandung war, Leute. Also, göttlich, Kruhrport ist was Neues. Das ist ein Traum. Wird auch neuer Wert sein, richtig? Jo. So, jetzt auch dran denken, dass wir hier noch so schöne Daten haben. Atmosphärendrucker gibt's hier nicht. Temperatur funktioniert, okay, ist in Ordnung. Was fehlt jetzt noch? Den Crew-Report haben wir, ne? Nur mal gucken, nicht, dass ich den vergessen habe. Crew-Report haben wir. Cancel, müssen wir gern behalten, ne? Crew-Report, wir haben ein Crew-Report, okay. Keep Data. So, die Leiter. Einmal bitte ausfahren. Damit Jeb hier aussteigen kann. Oh, was ruckelt denn jetzt hier? Ach, mein Rechner hat sich gerade wieder irgendwie entschieden. Er hat keinen Bock mehr. Ach, warum denn das jetzt? Es gibt's doch nicht. Hat man so eine schöne Landung hingelegt und dann sowas. Hallo? Och Gott. Ich höre den nicht mal schrabbeln. Ich sehe auch nur auf dem zweiten Monitor, es läuft alles wie eine Eins. Aber KSP hat sich entschieden, auch nö. Nö, heute nicht. Passiert gerade im Weltraum irgendwas? Sind unsere Raketen oder unsere ganzen Landemodule mit den Raketen zusammengestoßen? Oder hat er jetzt einfach nur ein Problem hier mit der Leiter? Weil die jetzt in ein Minusgebiet reinreicht oder so. Keine Ahnung. Kann ich hier jetzt irgendwas noch machen? Nee. Das, ja, okay. Damit ist diese Folge leider beendet. Ich wollte eigentlich zwei Module in dieser Folge runterbringen, aber anscheinend hat KSP darauf keinen Bock. Gut, ich hoffe mal, dass ich das jetzt so nachher vernünftig beendet kriege, dass das so, wie es ist, hier noch zusammen bleibt. Erstmal wieder einsteigen. Ne, kann ich vergessen. Wird so nicht funktionieren. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn. Tschüss.